Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hockey-Fans hier von der Anlage des Krefelder ATC. Endlich wieder Bundesliga-Hockey, sagen sich nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Freunde des Hockeys hier in Krefeld. Die ersten Heimspiele stehen an diesem Wochenende auf dem Programm der CRTC. Ja, der fährt voll auf die Hanseaten ab. Heute auf den UHC Hamburg und morgen um 12 Uhr ist dann Clipper Hamburg zu Gast. Das heutige Spiel, ja, da stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, Auge in Auge sozusagen, auf dem 5. Platz der CRTC. So, einen Gesprächspartner darf ich Ihnen noch vorstellen. Das ist Mats Bahn, das ist der Trainer des Krefelder ATC, der zweimal 35 Minuten lang, glaube ich, psychische Nerven oder seine Nerven strapaziert worden sind bei diesem Spiel. Am Ende ein, man kann es quasi so sagen, etwas glücklicher 4:3 Erfolg. Ja, ich glaube, das passt. Man kann der Truppe gratulieren zum Einsatz, zum Willen. Und 2-0 führt, das 2-2 kriegt. Das ist schon ärgerlich. Dann nach dem 3-2 nochmal das 3-3. Und dann braucht man schon auch eine gute Mentalität und einen großen Einsatz, um sich da dann wieder zu befreien und am Ende dann die festzuhalten. Das hat die Mannschaft gemacht. Großer Kampfgeist bewiesen und vor allem eine super Torhüterleistung von Marc Appel. Ich glaube, so vier Paraden, die waren schon allererster Sahne. Ja, dafür steht er ja auch da hinten und war sehr froh, dass er da ist. Er arbeitet da konsequent mit dem Torwarttrainer Bernd Schöpf und das zahlt sich dann auch aus. Und morgen Clipper Hamburg.
Das hört sich einfach an. Wir haben einen Punkt auf dem Konto. Ich weiß nicht, wie das Spiel heute ausgegangen ist. Aber man darf auch da nicht einfach nur sagen, okay, wir spielen morgen gegen Knüpper. Einfach gibt es in der Liga gar nicht. Wenn es natürlich auch mit Niklas und Marcel zwei, die verletzt ausscheiden. Von daher müssen wir jetzt gucken, wie wir das für morgen aufstellen. Wichtig ist, dass die Jungs hier heute das gute Gefühl mitnehmen, dass sie drei Punkte geholt haben. Jetzt ist es wichtig, morgen mit der richtigen Einstellung alles dafür zu tun, dass dann komplett dieses Wochenende wird. Sind die Verletzungen ernsthafter Natur? Ja, sind auf jeden Fall schon Zerrungen und von daher denken wir, dass wir mal zwei Wochen draußen sind. Okay, aber morgen 12 Uhr geht es weiter gegen Knüpper Hamburg. Und wir sind eigentlich guter Dinge, dass es da weitere Punkte gibt. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir eine gute Leistung bringen. Der breite Kader wird sich jetzt bezahlt machen und dann werden wir morgen alles dafür tun, dass wir hier alles investieren und uns dann am Ende mit der großen Qualität, die die Mannschaft hat, auch durchsetzen. Okay, danke schön, Mats Mann, und vielen Dank für diese spannende Unterhaltung heute Nachmittag. Hat uns gut getan, solche Geschichte. Und wir sehen uns morgen wieder, 12 Uhr geht's los, CATC gegen Knüpper Hamburg. Danke. Gerne.